Es ist einfach die Vielfalt. Es gibt so viele verschiedene Gattungen, Sorten, Arten. Das ist faszinierend. Wir haben die schönsten Sorten und Arten aus allen Herren Ländern der Welt zusammengetragen. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus. Wir produzieren Stauden für Gartencenter, für Gartenbaumschulen, Einzelhandelsgärtnereien, aber auch für den Gartenlandschaftsbau und für Kommunen. Wir sind hier ca. 40 bis 45 Festangestellte, die das ganze Jahr beschäftigt sind, um die ganze Arbeit letztlich zu schaffen. Für mich stand schon ziemlich früh fest, dass ich Gärtner werden möchte. Gerade als Staudengärtner hat man einen total unterschiedlichen Alltag. Und ich finde das total spannend, hier einfach zu arbeiten. Der 1.8. ist immer so ein Tag für uns, wo auch mal wieder ein kleiner frischer Wind bei uns in den Betrieb reinkommt. Ist einfach toll, wenn man sieht, wie dann aus jemandem total Ungelerntes irgendwann ein guter Staudengärtner geworden ist. Ich bin hier seit 1991, habe ich hier meine Lehre gemacht. Unser Anspruch an Stauden, die wir hier produzieren, ist, dass sie eine gute Qualität haben. Es gibt welche, die eher trocken gehalten werden müssen. Andere brauchen ein bestimmtes Substrat. Da muss man halt drauf achten. Wir versuchen, die Stauden auf so natürliche Weise wie möglich aufzuziehen, auf chemischen Pflanzenschutz zu verzichten. Und ich glaube, ein guter Schutzmechanismus ist unsere Vielfalt. Wir haben hier keine Monokulturen. Wir haben wirklich kleine Ökosysteme. Die Biene von nebenan, die kümmert sich darum. Wir versuchen, ein zuverlässiger Partner zu sein, der auch vertraut ist, dass man auch über diesen persönlichen Austausch zu einem bestmöglichen Ergebnis für beide Seiten kommt. Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor für uns beide war, dass wir nicht komplett ins kalte Wasser geworfen werden, sondern auch noch auf den Rat unserer Eltern zählen können. Und das, ja, ist schon eine große Erleichterung. Es ist letztlich wirklich Jonglieren mit 2000 verschiedenen Bällen, und mit unseren ganzen Mitarbeitern müssen wir sie ja Gott sei Dank nicht alleine handeln. Und die sorgen letztendlich dafür, dass unsere Kunden zuverlässig und zufriedenstellend beliefert werden. Das Besondere ist, dass ich zum neuen Leben verhelfe. Das, ja, tut in der Seele gut.